Hallo, liebe Leute. Rubos hat ein ziemlich interessantes Video gemacht zum Thema 9. November. Er hat in diesem Video ganz berechtigt die Frage gestellt, können wir den 9. November als einen Feiertag ansehen? Können wir diesen Novembertag feiern als Tag des Falls der Mauer, wenn doch gleichzeitig wenn am gleichen Tag die Novemberpogrome im Jahr 1938 stattfanden. Was sollte wichtiger sein? Mehr der Feiertag auf der einen Seite oder mehr der Gedenktag, der Tag des Gedenkens auf der anderen Seite? Ich halte beides durchaus für angebracht und möglich, aber ich finde, beiden Aspekten, also zum einen Feiertag, zum anderen Gedenktag, sollte eine Art Zwischending übergeordnet sein. Was ich damit meine, ist Folgendes. Es gibt, das können wir alle nachsehen, das ist kein Problem, und ihr wisst das sicher alle schon, es gab am 9. November sehr viel mehr als diese beiden historischen Ereignisse in Deutschland. Ich will mal euch ganz kurz nur nochmal in Erinnerung rufen, was eigentlich passierte. Am 9. November 1848 zum Beispiel wurde Robert Blum erschossen. Das war ein Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung. Dieses Ereignis stellt ein ziemlich wichtiges Schlüsselereignis in der Zeit der deutschen Geschichte dar, weil dies ein, man kann sagen, einer der Endpunkte der deutschen Revolution gewesen ist. Die deutsche Revolution, man kann sagen, im Jahr 1848, auch Märzrevolution genannt, war sozusagen die Entsprechung der, man kann sagen, der französischen Revolution, die sich allerdings ein halbes Jahrhundert vorher in Frankreich abspielte und die dann durchging, die dann auch aus einem absolutistischen Königsstaat eine Republik machte. Diese Entwicklung ist leider 1848 in Deutschland nicht gelungen. Sie ist gescheitert und die Erschießung Robert Blums ist sozusagen ein Gedenktag dafür, dass eben die Demokratie, die parlamentarische Demokratie in Deutschland noch nicht angekommen ist. Das war allerdings am 9. November 1918 unvermeidlich, denn das Deutsche Kaiserreich hatte war tief drin im Ersten Weltkrieg, den es verlor. Und gegen Ende des Krieges war es dann ein Mann namens Philipp Scheidemann, der in Berlin die Deutsche Republik ausrief. Am selben Tag war es dann auch ein Mann namens Karl Liebknecht, der die Freie Sozialistische Republik Deutschland ausrief. Letzten Endes war es dann die Version Philipp Scheidemanns, die sich durchsetzte, und ab 1919 dann war es die Weimarer Republik, eine demokratische Republik, die meiner Meinung nach sogar noch demokratischer war als die Republik, in der wir heute sind, in vielen Bereichen, die dann sozusagen bis 1933 dann anhielt. Allerdings hatte diese Weimarer Republik durchaus auch ihre Schwächen. Und es war dann auch am 9. November 1923, dass ein bis dahin noch recht unbekannter Mann, der Parteichef der NSDAP, nämlich Adolf Hitler, versuchte mit einigen Getreuen, einen Putschversuch in München, nämlich den nach ihm benannten Putsch, den Hitlerputsch oder Hitler-Ludendorff-Putsch. Dieser Putsch ist allerdings nicht gelungen und er ging dann für einige Zeit ins Gefängnis. Allerdings war es dann 10 Jahre später bereits, war er Reichskanzler, wie wir alle wissen. Und 15 Jahre nach diesem Putsch, also im Jahr 1938, gab es dann auch diese Novemberpogrome, seltsamerweise eben an einem 9. November. Natürlich nicht seltsamerweise, selbstverständlich war das natürlich auch so gedacht, dass es am 9. November stattfinden sollte. Schon zur NS-Zeit war es dann auch, dass da eben der 9. November
auch als Feiertag und auch als Gedenktag gefeiert wurde, nämlich in Gedenken an die Menschen, die zur Zeit dieses Putsches 1923 starben. Nun ja, der Zweite Weltkrieg ging auf die Art und Weise aus, wie wir es kennen, wie wir es wissen. Deutschland wurde in zwei geteilt. Es gab zwei Deutschland sozusagen. Und ja, es war dann 1967, am 9. November 1967, dass sich einige Leute dagegen wehrten, dass immer noch dass die Verbrechen des NS-Regimes teilweise in den westdeutschen Eliten nicht aufgearbeitet wurden. Und hat dann am 9. November 1967 dann zum ersten Mal das Motto "Unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren" erwähnt. Und das war sozusagen das Motto der APO, der außerparlamentarischen Opposition, die zusammen mit diesem Motto eigentlich untrennbar verbunden ist mit der 68er Bewegung, die unsere moderne deutsche Geschichte nach wie vor prägte und immer noch prägt, ja. Und natürlich ein weiteres Schlüsseldatum, 9. November 1989, wie Rubos es schon gut erwähnte, der Mauerfall. Also, dass sozusagen die DDR aufgelöst war und ja, zusammen mit der BRD dann schließlich eine, ja, dass das dann letzten Endes die Wiedervereinigung damit erreicht wurde. Wenn man das also sieht, kann man erkennen, dass der 9. November eigentlich ein Tag ist, voller Schlüsselereignisse der modernen deutschen Geschichte. Warum sollte man also diesen Tag nicht vielleicht zu einer Art Tag der deutschen Geschichte machen? Oder Tag der Erinnerung, man kann sich da ein bisschen noch streiten. Nee, aber sowas wie ein Tag der deutschen Geschichte, ein Tag, in dem man reflektieren kann, über die deutsche Geschichte, über das, was in der deutschen Geschichte passiert ist, nämlich die positiven und die negativen Aspekte. Man kann das mit Informationsveranstaltungen verbinden. Also beispielsweise würde ich so machen, die Regierung sollte so diesen Feiertag oder Gedenktag zunächst, man muss kein Feiertag sein, einführen. Es können Informationsangebote, Informationsveranstaltungen in Schulen dafür eingerichtet werden am 9. November. Es können Informationsveranstaltungen auch an Universitäten stattfinden, öffentliche Sachen, Diskussionen, Ausstellungen oder auch Sachen in Museen oder generell an Orten deutscher Geschichte oder... Was kann man noch darüber machen? In den Medien zum Beispiel, es könnten mehr Programme laufen über den 9. November im Fernsehen, im Radio oder auch in anderen Medien, im Internet. Damit hätte man sozusagen auch eine etwas größere Reflexions, ein großes Reflexions Angebot einfach für die deutsche Geschichte, denn es gibt, glaube ich, wenige Tage in der deutschen Geschichte, die von so vielen Ereignissen geprägt sind. Daher, meiner Meinung nach, sollte man am 9. November so eine Art Tag der deutschen Geschichte einführen. Kommentiert das ruhig, diskutiert darüber, könnt ihr in den Kommentaren unten machen oder Video antworten, wie ihr wollt. Okay, das wär's. Bis dann.